Der bosnische Schriftsteller und Übersetzer Stefan Tontic hat den Rainer-Kunze-Preis für Poesie und Lyrik erhalten. Am Freitag hat er ihn im Bergbaumuseum Ösnitz entgegengenommen. Richard Pietras hielt dazu die Laudatio. Er sprach davon, dass Tontic es verstand, in und nach den Kriegswirren von Jugoslawien Anfang der 1990er Jahre diese Eindrücke in Texten zu verarbeiten. Er habe eine Wandlung erfahren, vom Opfer zum Zeugen des Brudermordes. Mit der Schriftstellerei habe er seine Seele gerettet und dem Grauen von Sarajevo ein poetisches Zeugnis gewidmet. Auf die Nachricht, dass mir der Preis mit dem Namen dieses großen deutschen Dichters verliehen werde, sagte meine Berliner Freundin Sabine Dieter Paar, sie könnten sich kaum eine höhere Auszeichnung für Lyrik vorstellen. Übrigens hatten sie mir schon vor langer Zeit von ihrer Liebe zu reiner Kunstpoesie erzählt. Und ich habe als häufiger Gast bei Familie Pfarr in meiner Exilzeit und danach etliche Kunstbücher aus ihrer Bibliothek gelesen und mein bis dahin bescheidenes Wissen über das Werk des Dichters erweitert. Rainer Kunze selbst war zwar zur Preisverleihung nach Ösnitz gereist, aus gesundheitlichen Gründen aber nicht zur Verleihung gekommen. Stefan Tontic wurde am 30. Dezember 1946 in Sanski Most geboren und studierte Philosophie und Soziologie in Sarajevo. Nach den Studienjahren lebte er in Sarajevo und arbeitete als Verlagslektor. Nach Beginn der Belagerung von Sarajevo 1992 blieb er als Serbe zunächst in der Stadt, verließ sie jedoch im Mai 1993 und ging nach Deutschland ins Exil, wo er bis 2001 blieb. Danach kehrte er nach Sarajevo zurück. Der Rainer-Kunze-Preis für Lyrik wurde zum 7. Mal vom Stifter und der Stadt Ösnitz verliehen. Er ist mit 4.000 Euro dotiert.